Ja, moin aus dem Camper. In diesem Video wollen wir euch mal zeigen, wie wir es uns so richtig gemütlich machen im Camper, was wir so für Produkte haben und wie wir so eingerichtet sind. Viel Spaß in dem Video. Oh, dann starten wir direkt mal hier im Eingangsbereich. Und zwar haben wir da so eine cozy Matte. Die haben wir uns quasi selber angefertigt, weil wir genau für diesen Zwischenbereiche, für diesen Gang, nichts Passendes gefunden haben. Und da hat die Niki selber zu den Stricknadeln gegriffen. Super praktisch. Und die kann man auch in der Waschmaschine waschen natürlich. Genau, dann steigen wir eigentlich auch direkt mal so ein bisschen Thema Farbkonzept ein, weil da hat die Niki sich im Vorfeld ja natürlich Gedanken gemacht, wie man auch hier schon so sieht an der Lichterkette, auch hinten im Schlafbereich. Da steckt halt natürlich ein ganz ausgeklügeltes Farbkonzept hinter, die Niki ja mal so ein bisschen erläutern kann. Also grundsätzlich ist das Fahrzeug ja vom Hersteller aus in diesen beige und hellen Holztönen gehalten, was ich auch wirklich schön finde. Das macht schon an sich irgendwie, finde ich, einen wohnlichen Charakter. Also gerade mit dem Holz in Kombination mit dem Hellen wirkt das nicht so drückend, als wenn es nur Holz wäre. Und das Helle lockert das noch so ein bisschen auf. Und ich fand das so ein bisschen Beach-Vibes-mäßig. Und deswegen dachte ich mir, als Farbe passend dazu, fände ich so ein Türkis ganz schön. Dass man so ein bisschen so mehr Wellen Stimmung aufgreift. Und das war im Grunde die Idee, also halt mit Sandtönen, also beige, Sand und eben Türkis und Blautöne zu arbeiten. Ein weiteres Element, was ich immer schön und kuschelig finde, ist halt verschiedene Lichtquellen zu haben. Da haben wir halt diese Lichterkette uns besorgt. Die ist auch ganz cool, weil die nämlich auch eine Fernbedienung hat. Kann man nämlich hierüber an- und ausschalten. Die hat einen Timer und man kann die dimmen. Das fand ich irgendwie eine coole Funktion. Und gerade hinten im Bett haben wir das ja auch. Und da ist es nachts tatsächlich oder abends dann so, dass das halt auf der normalen Stufe schon zu hell ist. Und dann kann man oder ist man froh, dass man es dimmen kann. Also was ja dann auch noch immer wichtig ist zum Thema Gemütlichkeit, sind halt flauschige Oberflächen und Stoffe. Und da haben wir hier auf der Sitzbank, eigentlich ist das von Tito, so eine Matte. Und die haben wir auch ganz gern dabei für ihn, wenn wir mal draußen sitzen. Und dann haben wir hier noch so ein Plüschkissen. Das sieht eigentlich aus wie ein Plüschkissen, ist aber nicht nur ein Plüschkissen, sondern das ist auch eine Decke. Hier unten ist ein Reißverschluss. Das ist halt wie so ein Schlafsackstoff. Auf der einen Seite halt wasserundurchlässig und auf der anderen Seite eben auch dieser Teddy-Stoff. Davon haben wir zwei. Hinten im Bett ist auch noch mal eine und die ist halt tatsächlich, oder das ist super praktisch. Da hat man einmal ein Kissen und wenn einem kalt wird abends, hat man eine Decke und die kann man sich auch so umlegen und dann mit Knöpfen auch so zumachen wie so ein Poncho. Poncho? Ja, machen wir immer hier mexikanische Nacht. Ja, Poncho-Party. Sehr gemütlich, gerade hier der Bereich. Ja, und vor allen Dingen, wenn die Lichterkette an ist, ne, also das ist schon echt, da sitzt man auf jeden Fall sehr gerne. Können wir ja gleich mal simulieren. Können wir gleich mal simulieren, genau. Wir simulieren gleich mal eine mexikanische Nacht. Ach so, wo ich da gerade die Teppiche unten sehe. Wir haben uns da so zwei so kleine Teppiche hingelegt. Das sind einfach so Badteppiche, haben wir im Internet bestellt. Wobei, da muss ich auch direkt zu sagen, da haben wir schon wieder was Neues. Ich glaube, die haben wir jetzt so ein Jahr oder anderthalb Jahre und haben uns jetzt doch dazu entschieden, einen großen Teppich zu nehmen, weil das echt ziemlich umständlich ist, die immer auszuschlagen, rauszunehmen. Wir haben da auch so Anti-Rutschmatten drunter. Das ist halt echt super frickelig, das immer zu machen. Da haben wir uns jetzt gerade einen großen Teppich bestellt. Der ist auch schon angekommen, aber den müssen wir uns jetzt erstmal zuschneiden und dann irgendwie umnähen lassen oder umketteln lassen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Vielleicht hier noch ein weiteres Element im Essbereich. Und zwar haben wir hier von IKEA ein kleines Metallregal. Das haben wir hier fest verschraubt, weil wir hier eine Holzwand haben. Zwei sogar, das ist eigentlich ganz praktisch. Dann haben wir hier von IKEA diese kleinen Dekokakteen, kleine Magnete drunter geklebt, damit die auch halten, auch während der Fahrt. Das funktioniert echt super, die halten echt wirklich Bombe. Unser Rocket-Bild. Genau. Ja, das haben wir einfach mit diesem Nanotape, das habe ich auch schon mal öfter erwähnt, eben ne, dieses spurlos ablösbare Tape dran geklebt. Ja, also wirklich einfach nur dran geklebt und hält echt Bombe, ne? Ist wirklich super, damit man auch weiß, womit man fährt. Bis auf die Lichterketten und das Bild und so ein paar Kunstpflanzen haben wir eigentlich gar nicht so viel. Aber das
haben wir zu Hause auch nicht. Also sind da eher ein bisschen minimalistischer unterwegs. Ja. Was vielleicht auch noch ein Thema, also ich weiß jetzt nicht, ob man es cozy nennen würde, aber was das Wohnmobil auf jeden Fall wohnlicher macht, ist hier diese Wand. Das sind so Fliesensticker, die man auch wieder abziehen kann. Und die habe ich halt, also es war schon ein bisschen kompliziert und ein bisschen frickelig tatsächlich, aber die habe ich jetzt quasi in unserer Küche hier an die Wand gemacht. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Das hebt die Ecke nochmal so ein bisschen anders ab. Und hier hinten dieses Schwarze, das habe ich halt auch eingeklebt. Das ist halt so eine schwarze Klebefolie in Matt. Weil ich fand, dass das den Kühlschrank so als Block nochmal so ein bisschen abhebt. Das fand ich ganz cool, die Kombi mit dem Schwarz und dem Weiß. Passt auch beides echt gut zusammen. Also hast du wirklich super ausgesucht. Und kann man auch sehr gut abwischen. Also tatsächlich diese matte schwarze Folie kann man tatsächlich gut abwischen. Ja. Das ist schon mal ganz gut, weil hier auch schon mal so Spritzer und was direkt vom Waschbecken hinkommen. Ne? Das ist eigentlich kein Thema. Diese Fliesenklebegeschichte hier im Endeffekt auch. Also ist wirklich super, pflegeleicht und ich finde echt ein optisches Highlight auf jeden Fall. Dann sollen wir ins Bad gehen? Dann würde ich sagen, gehen wir ins Bad. Also hier im Badezimmer haben wir einmal auf dem Boden einen Badteppich, der ist von Jysk. Quadratisch würde ich den jetzt mal bezeichnen, der passt hier ganz gut rein. Und als Handtücher haben wir einmal Hände abtrocknen, quasi so eine Waffelgeschichte in Grau. Das ist halt auch noch mal so ein Tipp vielleicht für alle, die das so interessiert, dass man sich immer in einer Farbwelt bewegt. Also nicht zu wild durcheinander mixt die Farben. Grau war ja hier ursprünglich auch schon drin im Camper. Und wir haben das jetzt noch mit einer Farbe kombiniert, eben mit dem Türkis und dem Beige. Aber dass man eben nicht zu wild durcheinander mischt. Klar, kann jeder machen, wie er will. Wir sind aber hier, wie gesagt, so ein bisschen minimalistischer unterwegs und deswegen haben wir jetzt mit Grau gewählt und dieser Watzelstoff ist auch ganz gut, der ist saugfähig und trocknet aber relativ schnell. Und als zweiter Tipp für alle, die vielleicht auch nicht so Fans von Mikrofaser-Handtüchern sind Hammam-Tücher, so heißen die. Das sind halt aus den türkischen Hammams, aus Baumwolle und die sind ganz dünn. Also der Stoff ist recht dünn, die trocknen aber wirklich auch gut ab und weil die eben so dünn sind und aus Baumwolle, trocknen die total schnell auf. So, dann sind wir im Bad durch. Dann gehen wir mal in den Schlafbereich. Und hier, wie man unschwer erkennen kann, setzt sich das ganze Farbkonzept ja fort. Wir haben hier halt wieder dieses türkisfarbene Bettwäsche und hinten auch wieder die Lichterkette. Ach so, mir fällt gerade ein, bevor wir jetzt wirklich hier reingehen, hier rechts hängt ja noch so ein Vorhang. Da haben wir uns im Endeffekt, oder hat Niki auch wieder einen Vorhangstoff bestellt, den halt zugeschnitten. Und oben halt haben wir diese Schiene befestigt, was eigentlich so eine ziemlich mittelschwere Katastrophe war. Da gibt es zwei Befestigungsclips, ich ziehe das mal eben kurz hier auf, die hier verdeckt sind. Einer sitzt irgendwo hier, einer sitzt irgendwo da. Einen konnte man problemlos reinschrauben. Ich habe ja hier so ein bisschen Sperrholzplatten, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich da wirklich super reinschrauben. Auf der anderen Seite ging das überhaupt nicht, weil da irgendwelche Metallprofile laufen oder was. Keine Ahnung. Dann haben wir letztendlich diesen zweiten Befestigungsclip, der hier sitzt, geklebt mit so einem Industriekleber, was bisher echt Bombe hält. Also super. Und ja, wie gesagt, einfach den Vorhang da reingetüttelt. Das ist wirklich eine schöne Sache, wenn zum Beispiel hinten jemand, wir haben ja hinten auch den Fernseher, der hängt ja hier an Nikis Seite, wenn da hinten jemand in Ruhe Fernsehen gucken will und ich bin hier vorne in der Essecke oder was, ne, und schneide gerade mal ein Video, dann ist man schön voneinander getrennt, kann sich akustisch auch so ein bisschen abschotten. Also das schätzt man echt sehr und ja, ich sag mal, kleines Gimmick, echt große Wirkung so. Ne? Hinten haben wir auch noch Vorhänge zur Heckgarage bzw. zu den Hecktüren hin. Finde ich halt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt von wegen Gemütlichkeit, weil ich fand das halt so gar nicht gemütlich, diese Plastikabdeckung hier zu haben. Und dann sieht man hier ja auch schon das Metall von der Karosserie. So, genau. Da oben haben wir die Schiene. Die hat im Endeffekt auch so Befestigungsclips. Die konnte ich hier alle problemlos reinschrauben in diese in die Holzplatte. Und ja, dann die Befestigung von dem eigentlichen Gardinenstoff da oben einfach nur reingehangen. Am Ende hier so ein Kopfstück, was das Ganze dann da hält. Man kann im Endeffekt dann auch die Türen aufmachen und dann entweder die Vorhänge zu. Dann hat man trotzdem so ein bisschen frische Luft. Oder halt komplett auf, wenn man mal irgendwie
in Dänemark am Strand steht, kann man direkt aufs Meer gucken. So, ich komme mal wieder rüber. Ja. Ito, was machst du denn hier, Kleiner? Na? Na du. Ja, dann würde ich sagen, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls euch das auch, ja, ich sag mal, generell interessiert oder ihr da so Wert drauf legt, so wie wir. Oder ob er sagt, ach komm, alles egal, wir fahren einfach los, packen das Ding voll und gut ist. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Grundsätzlich, ist was rausgefallen. Schon mal kurz. Hoppala. Da bin ich fast aus dem Bett gefallen.